Der Franzose Jean Trastevin hatte einen Traum. Er wollte seine eigene Automobilmarke schaffen und nannte diese, vermutlich nach seiner Frau, Monica. Die sportliche Limousine sollte sich in der Erfolgslinie der französischen Automobilgeschichte einreihen und würdigen Vorgängern wie Fassel Vega in nichts nachstehen. Aus dieser großen Idee entstanden 7 Prototypen und nur 10 Serienfahrzeuge. Erhalten blieben von diesen exklusiven Fahrzeugen gerade einmal eine Handvoll. Bereits 1968 entstand der erste Prototyp, der 1967 bei Chris Lawrence in England in Auftrag gegeben worden war. Das Ergebnis gefiel Trastevin nicht. Der nächste Auftrag ging an den Designer Henri Chaperon und das neue Blechkleid sollte bei Vignale hergestellt werden. Allerdings verstarb Alfredo Vignale 1969 und die Karosserieschmiede wurde geschlossen. Trastevin beauftragte schließlich 1972 das britische Designunternehmen Airflow Streamless. Endlich konnte ein dort entworfenes Modell auf dem Pariser Automobilsalon gezeigt werden. Das Fahrzeug war wesentlich gefälliger als der erste Prototyp, aber mit einem viel zu schwachen 3,5 Liter V8 Motor ausgestattet, den Ted Martin über 3 Jahre entwickelt hatte. 1973 wurden erneut Prototypen gebaut, in die ein Chrysler 5,6 Liter V8 Motor eingesetzt wurde. Dieses kraftvolle 285 PS starke Triebwerk brachte nun die 1850 Kilogramm schwere Monica auf eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 240 km pro Stunde und machte sie zum schnellsten Viertürer auf dem Markt. So hatte die Monica 1973 nochmals Premiere auf dem Pariser Automobilsalon und in Genf. Bei der hier gezeigten Monica handelt es sich um eines der vermutlich 7 gebauten Prototypen und ist mit dem 5,6 Liter Motor ausgestattet. Die Kraft des Triebwerks wird über eine Dreigang-Automatik auf die Hinterachse übertragen. Die schnittige Ganzstahlkarosserie zeigt Formattribute eines Maseratis oder Ferraris mit Schlafaugen, während die Heckform stark an einen Jaguar erinnert. Der Innenraum ist luxuriös. Das Armaturenbrett aus Walnussholz ist umrahmt von Alcantara-Leder. Die großen sesselartigen Schalensitze aus Connolly-Leder bieten bequem Platz und garantieren eine angenehme Reise. Im Fond ist für größere Beifahrer aufgrund der niedrigen Dachlinie wenig Kopfraum, aber viel Beinfreiheit. Das Fahrgefühl ist berauschend, denn die Monica gleitet über Straßen und schwebt praktisch durch eine ausgewogene Fahrwerksoptimierung über Unebenheiten. Understatement ist das Credo beim Markenbranding am Fahrzeug. Einzig am Lenkrad und an den Radkappen erkennt man das geschwungene Logo der Marke Monica. Sehr filigran ist der Schriftzug in den Anzeigen der Instrumente zu lesen. Preislich sollte die Monica bei ca. 14.000 Pfund liegen, was die Anschaffungskosten eines Ferrari Daytonas oder eines Rolls-Royce bereits weit überschritt. Dieser Preis und auch die damals herrschende Ölkrise sollte auch das Schicksal der Monica besiegeln. Nach vermutlich etwa 10 Serienfahrzeugen und 7 Prototypen musste die Produktion im Februar 1975 eingestellt werden. Heute zählen die Monica-Fahrzeuge mit ca. 5 erhaltenen Fahrzeugen sicherlich zu den rarsten Oldtimern der Welt.